Hallihallo, meine lieben Sims-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr im Titel schon gesehen habt, möchte ich euch was mitteilen, denn ja, falls ihr meinen Kanal aktiv verfolgt, habt ihr vielleicht mitbekommen, ja, dass hier keine Videos mehr hochgeladen wurden in den letzten Monaten. Das liegt daran, dass ich mir über alles sehr, 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 sehr viele Gedanken gemacht habe. Und ich durch meinen Job einfach gemerkt habe, dass ich das alles nicht unter einen Hut bekomme. Und dann dachte ich mir erst, okay, also weil ich bin eigentlich der Mensch, der sagt ganz oder gar nicht. Ich habe aber gemerkt, dass ich nicht ganz auf ja, das Sims-Stories erzählen und teilen mit euch verzichten kann und möchte. Und dann habe ich mir überlegt, was möchte ich eigentlich machen? Und was kann ich machen im Rahmen meiner Möglichkeiten, meiner Zeit, meiner Ressourcen? Und dann habe ich mich dazu entschieden, zu streamen. Denn das hatte ich ja zwischenzeitlich auch auf Eis gelegt und habe dann eher versucht, mich auf die Videos zu konzentrieren. Das Ganze habe ich jetzt aber einmal gedreht, denn ich streame wieder aktiv, also immer nur alles im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich habe mir ein neues Motto gesetzt, alles kann, nichts muss, um mir da selber so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Alles, ja, also es kann ja eh nicht alles perfekt sein, das war auch nie alles perfekt bei mir, aber ich habe immer so ein bisschen den Anspruch und auch dieses ganz oder gar nicht habe ich halt auch so ein bisschen zur Seite gelegt, um mir einfach den Druck rauszunehmen und habe entschlossen, dann zu streamen, wenn ich Zeit und Lust habe und vor allem Energie habe dafür. Dann dachte ich, okay, weil ich will auch die Disney Legacy und auch meine Runaway Teen Challenge, die ja quasi zu der Familie gehört, mit der alles angefangen hat, kann und möchte ich nicht einfach so brach irgendwo liegen lassen. Deswegen habe ich mich entschieden, die Let's Plays, die ja vorher hier auf YouTube kamen, nun auf Twitch im Livestream zu spielen. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Vielleicht, wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr das auch mitbekommen. Ich habe das jetzt hier auf YouTube noch nicht so richtig angekündigt. Möchte das aber mit diesem Video machen. Und zwar werden meine Let's Plays im Stream weitergeführt, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe. Und dann nachträglich hier als Uncut-Video quasi hochgeladen. Darauf wollte ich euch nämlich quasi auch nochmal hinweisen. Also falls ihr mir auf Twitch noch nicht folgt, dann macht das sehr, sehr gerne. Ihr könnt euch kostenlos bei Twitch anmelden und auch kostenlos folgen und dann bekommt ihr nämlich auch immer eine Benachrichtigung, wenn ich quasi live bin. Oder ihr folgt mir einfach auf Instagram, da bekommt ihr das nämlich auch immer mit. Da kündige ich das auf jeden Fall immer an, wenn ich live bin, wann ich live bin, wo ich live bin, was wir machen. Und da könnt ihr dann nichts mehr verpassen. Es war keine einfache Entscheidung für mich, bin ich ehrlich, weil ich finde, man kann nochmal oder ich kann ganz anderes Storytelling betreiben, wenn ich das Video schneiden kann. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass diese Let's Play Videos ja, gar nicht mehr so gut ankommen. Also dass die Ära der Videos tatsächlich vorbei ist, der langen Videos und jetzt eher so die Ära der Shorts ist. Und für mich persönlich war das einfach immer viel zu viel Zeit und Energie, die ich ins Schneiden gesteckt habe, für das, was tatsächlich letztlich irgendwie bei rumgekommen ist. Auch wenn es für mich ja ein Hobby ist, muss ich trotzdem gucken, dass der Spaß für mich daran auch erhalten bleibt und dass ich das mache, was mir Spaß macht. Und ich habe einfach gemerkt, okay, das Videos auf YouTube machen macht mir einfach keinen Spaß. Vor allem macht mir das Schneiden überhaupt gar keinen Spaß. Ich hoffe, wir sind alle mit dieser Lösung irgendwie zufrieden. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ich kann sagen, dass ich damit jetzt gerade sehr gut fahre. Vielleicht sieht es auch in 3 Monaten auch schon wieder anders aus, wer weiß das. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin auf meinem Weg begleitet, auch gerne mit rüber zu Twitch kommt, wir dort gemeinsam richtig, richtig coole Streams haben werden. Ich habe da auch noch super viel vor mit, dass ihr ein bisschen mehr quasi in den Stream eingreifen könnt, also dass ihr einfach mehr Möglichkeiten habt, das Sims-Spiel zu beeinflussen, sag ich jetzt mal. Also schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal vorbei, ich würde mich sehr freuen. Und ich höre jetzt auf zu quatschen, denn das, was ich euch sagen wollte, habe ich gesagt. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, wir sehen und lesen uns dann bald auf Twitch. Jetzt die nächsten Tage, Wochen werden dann auch die ersten Streams kommen, die es schon gab auf Twitch. Die lade ich dann jetzt hier nachträglich hoch. Würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr sie euch anschaut. Ich höre jetzt aber auf zu babbeln. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!